Wir sind hier auf dem Gelände eines Recyclingunternehmens in der Emsstraße, das ist in der Wilhelmshavener Südstadt. Hier wurde um 16.26 Uhr ein Alarm ausgelöst, weil es hier zu einem Brand gekommen ist aus ungeklärter Ursache und die Löscharbeiten befinden sich in vollem Gange. Schon einen in Flammen stehenden Haufen an alten Fahrzeugen. Die Einsatzkräfte haben umgehend mit den Löscharbeiten begonnen. Wir versuchen, den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere umliegende Gebäudeteile und andere Schrotthaufen zu verhindern. Wir haben Stadtbrand ausgelöst, das heißt, es sind alle zur Verfügung stehenden Einsatzkräfte hier vor Ort. Es ist noch ein weiterer Löschzug, der im Bereich der Innenstadt die Brandsicherheit herstellt. Die Gefahrstoffmessungen laufen im Moment. Wir haben die Bevölkerung dazu aufgerufen, die Fenster und Türen sicherheitshalber geschlossen zu halten. Außerdem bitten wir darum, den Bereich hier rund um die Emsstraße weiträumig zu umfahren, damit Einsatzkräfte den Einsatzort erreichen können. Wir gehen davon aus, dass sich der Einsatz noch bis in die Abendstunden hineinziehen wird. Es gibt keine verletzten Personen. Das letzte Mal war wir ganz schön. Das war das.